Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Wir diskutieren heute den Gesetzentwurf der FDP zur Änderung des Hessischen Landesplanungsgesetzes. Und wie bereits ausgeführt wurde, ist der Hintergrund die Anhebung der Fraktion Mindeststärke in den Regionalversammlungen von 2 auf 3 Mitglieder. Sie geht zurück auf die HGO-Novelle, Herr Dr. H.C. Hahn, die im letzten Jahr vorgenommen wurde und bei der die Fraktion Mindeststärke für Kreistage und für Städte mit über 50.000 Einwohnerinnen und Einwohnern ebenfalls von 2 auf 3 erhöht wurde. Diese Veränderung stand in der Diskussion um die Novelle etwas im Schatten einer anderen seinerzeit weit schwerwiegenden Entscheidung, nämlich der der de facto Abschaffungsmöglichkeit der Ausländerbeiräte durch die Kommunalparlamente. Daran möchte ich an dieser Stelle ganz bewusst noch einmal erinnern. Wir haben die Anhebung im Rahmen der HGO-Novelle damals kritisiert, weil sie die demokratischen Beteiligungsmöglichkeiten kleinerer Wählergemeinschaften und Listen unnötigerweise einschränkt. Für eine funktionierende Demokratie, gerade im lokalen Maßstab, ist es wichtig, dass diejenigen, die eine Minderheitenmeinung haben, in den Parlamenten vertreten sind und dass sie auch finanziell und mit Sachmitteln ausgestattet werden. Das sehen wir durchaus als in der jetzigen Situation bei der Heraufsetzung gefährdet. Wir erleben seit der Novelle in mehreren Kommunen, wie um entsprechende Zuwendung gekämpft werden muss, eben weil der Fraktionsstatus weggefallen ist, wenn gewählte Abgeordnete bei der Minderheit um eine sachgerechte Mindestausstattung quasi betteln müssen, dann ist das sehr fragwürdig. Angesichts dessen ist natürlich auch die Neuregelung in den Regionalversammlungen verfehlt. Insofern begrüßen wir es, wenn die FDP daran nun etwas ändern möchte. Allerdings macht es für uns keinen Sinn, hier zwischen kleineren und größeren Regionalversammlungen zu entscheiden, wie das der Gesetzentwurf mit dem Kriterium von 59 Mitgliedern tut. Ein zentrales Argument gegen kleinere Fraktionen ist ja immer und war es, dass es dadurch zu einer Zersplitterung der Parlamente kommt und die Effizienz leidet. Beides kann in den Regionalversammlungen, egal welcher Größe, beim besten Willen nicht erkannt werden. Im Gegenteil, mir scheint es dort oft eher an politischer Diskussion zu mangeln. Vieles geht allzu reibungslos durch. Gerade hier müssen also Minderheitenpositionen geschützt und entsprechend ausgestattet werden. Deshalb lehnen wir das Kriterium der 59 Mitglieder an dieser Stelle ab und schlagen stattdessen vor, generell wieder auf 2 Mitglieder zurückzugehen. Auch in der Regionalversammlung Mittelhessen konnten Sie in der letzten Wahlperiode ja mit jeweils 2 Abgeordneten eine Fraktion bilden. Das ist nun mit der neuen Regelung aber nicht mehr möglich. Die Anhebung der Mindestfraktionsstärke auch in der HGO und in der HKO ist unserer Meinung nach Unsinn und schränkt die Minderheitenrechte unnötig ein. Es wäre schön, wenn die FDP das auch so sehen würde und nicht nur dann aufschreit, wenn sie plötzlich selbst betroffen ist. Das wäre der Sache nicht angemessen.